Seid ihr herzlich willkommen. Wochenende Liebesorakel. Freitag, Samstag und Sonntag. Das ist eine allgemeine Legung. Aber es besteht schon die Möglichkeit, diese Wochenende Legung auch buchen, wenn du zum Beispiel wissen möchtest, was passiert im kommenden Wochenende oder was hat er gemacht am Wochenende. Mein Honorar beträgt dann bei dieser persönlichen Legung 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Was passiert jetzt am Wochenende? Die Ekliptik ist Grunde genommen die 12 Tierkreiszeichen. Aber es gibt nochmal ein Sternbild, was auch im Ekliptik liegt. Das wäre die 13. Tierkreiszeichen. Und das ist das Sternbild Schlangenträger. Dieser geheimnisvolle Sternbild Schlangenträger befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Ich weiß nicht, warum das so ist, liegt im Ekliptik, aber gehört nicht zu den Tierkreiszeichen. Was ich aber damit sagen möchte, jetzt Wochenende, Mond befindet sich in diesem Bereich Ekliptik und erreicht den goldenen Tor der Ekliptik. Die goldenen Tor der Ekliptik sind die Plejaden und die Hyaden. Die sind Halbschwester nach Mythologie. Das ist wie ein Tor zwischen Widder und Stier. Und genau in diesem Bereich bewegt sich gerade Mond und hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Bei diesem goldenen Tor treffen wir wichtige Entscheidungen. Das ist eine Neuorientierung. Sind wir pessimistisch oder glauben wir daran, dass etwas gut gelingt? Sind wir dann optimistisch? Die Richtung, die Einstellung bestimmen wir selbst. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Freitag, die Energie sehen wir hier. Hier sehen wir Einflüsse von außen. Es ist nicht gut, auch nicht schön, es ist eine Herausforderung. Entweder hast du Streitigkeiten mit jemand oder jemand greift dich an. Kann auch sein, dass alles bei ihm passiert. Dass er befindet sich Freitag in dieser Lage. Aber er hat einen Sieg, das sehen wir hier, kommt als Sieger raus, gewinnt über etwas. Dann nimmt er diesen Stab in Hand und handelt, schaut eine andere Richtung. Ich würde sagen, er kommt entgegen, kommt ins Bewegung. Alle drei Karten vertreten die Feuerelement. Und das bedeutet Bewegung, Kraft, Mut, Begeisterung kann auch sein, aber er sieht nicht so begeistert aus. Dieser Feuerelement kann aber auch Wut auch sein, er ist wütend. Aber beruhigt sich wieder und sucht die Ruhe bei dir, kommt entgegen. Dieser Streit geht zu Ende, er hat Sieg und verlässt diese Situation oder beendet einen bestimmten Kontakt. Samstag sehen wir hier, er nimmt dieses Schwert auch in Hand. Natürlich, du kannst auch handeln, kann auch dein Schwert sein. Mit diesem Schwert kann man etwas trennen. Unangenehme Kontakte oder Angst oder Zweifel. Dieses Schwert bedeutet
auch Entscheidungen. Ihr werdet klare Entscheidungen treffen. Was diese Karte noch symbolisiert, das ist die Kommunikation. Ihr werdet miteinander sprechen. Kommt eine neue Richtung. Die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit, du und er. Vielleicht trennt er sich und entfernt eine dritte Person, wo er Streitigkeiten hat. Kommt eine neue Richtung. In seiner Hand ist der Globus und das kann natürlich auch Reisen bedeuten. Er plant mit dir eine Reise. Aber ihr werdet das miteinander klären und die Sternenhimmel bringen Glück. Und auch Vertrauen, es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Sonntag sehen wir hier. Sehr interessant, hier ist die Feuerelement, hier ist Erdeelement und hier ist Wasserelement. Ihr werdet handeln. Dieser Feuerelement zeigt Kraft, Begeisterung, kommt eine neue Richtung, wichtige Entscheidungen. Er kommt auch entgegen mit diesem goldenen Taler. Das kann finanzielle Unterstützung sein. Das kann ein gutes Angebot sein, beruflich. Aber bedeutet dieser goldenen Taler auch die inneren Werte und Wertschätzung. Und diese Wertschätzung kommt entgegen. Die Erde-Element bedeutet auch die Realität. Hier sind die Gefühle, hier ist die Begeisterung und das könnt ihr in Tat umsetzen. Das wird die Realität sein. Er überreicht diesen goldenen Pokal. Du überreichst es auch. Und das bedeutet Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Du zeigst deinen Gefühlen, er zeigt seinen Gefühlen. Diese Karte bedeutet auch die inneren Quelle, die Intuition. Also das tut dir gut, intuitiv handeln, mutig zu sein, eine neue Richtung bestimmen. Was du jetzt beginnst, das wird wertvoll für dich, das wird Realität sein. Und das war dieser Wochenende Liebesorakel. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Meinung im Kommentar schreibst, wenn dir dieses Video gefallen hat. Dann freue ich mich auf Like oder wenn du meinen Kanal abonnierst. Du kannst auch mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici, wo ich jeden Tag berichte über die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera Medici.